Oh nein, Tangulus ist in Schwierigkeiten. Wir sollten ihn unbedingt retten. Er ist wahrscheinlich hier in den neuen Dungeon Stillklamm gefangen. Dort werden wir hingehen, obwohl... Na, Geld ist zweite Sache. Erstmal ihn retten gehen. Das ist unser Team und let's go! Aber Tangulus, auch wenn er etwas unfreundlich zu Papunga war. Puh, hier geht es wirklich steil runter. Dein Freund Papunga steckt also irgendwo in dieser Klamm fest? Ja, es tut mir leid, euch damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Packen wir es an, Mike. Augenblick noch. Ja, was gibt's denn? Da wäre noch was. Dieser Ort heißt zwar Stillklamm, doch ganz so friedlich wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schläft in dieser Klamm ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber es sind nur Gerüchte. Doch der Tanglist ja auch noch nicht wieder zurück ist. Hielt ich es für meine Pflicht, es davon zu erzählen. Aua! Mein Bauch! Tut das weh! Huch! Was hast du denn bloß? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Aua! Wahrscheinlich habe ich zum Frühstück etwas Falsches gegessen. Hey Mike, du siehst auch ziemlich blass aus. Hattest du nicht das gleiche gegessen? Dir ist bestimmt auch schlecht, oder? Also mir geht's prima. Was soll das denn, Mike? Ich brauche hier deine Unterstützung, Mann! Als mein Vater musst du noch auf meine Stichworte reagieren. Sorry, ich wollte nicht lügen. Warum regst du dich denn plötzlich so auf, Pika? Ich dachte, dir tut der Bauch weh? Wie? Ja, also, ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Zurück zum Thema. Von was für einem Monster sprechen wir denn überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe. Dann bringt es also nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Ammenmärchen ist. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Seid bitte vorsichtig. Keine Sorge, wir passen auf. Auf geht's, Mike. Okay. Erfahrungspunkte für Mitstreiter. Mitstreiter der Relativcamps erhalten auch Erfahrungspunkte, wenn stärker. Wenn sie sich dort befinden. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn sie auf den Abenteuer mitnehmen. Was? Hm? Nein, oder? Oh, ihr greift das an? Ja, ihr macht das schon. Ich gehe kurz in den Shop. Ich guck mal kurz, was hier gibt. Willkommen herein zu spielen. Wer kann reden? Nein. Allkraftorb. Angriff und Spezialangriff steigt stark. Der Effekt hält an, solange sich die Puppen auf der Ebene befinden. Besonders löst sich bei... Oh. Wir können auch nicht bezahlen. Nee, das machen wir lieber nicht. Das machen wir später im Spiel. Warum können die Gegner sein? War das schon immer so? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Das wäre mal blöd. Okay, ist zumindest down. Okay, sein Item ist weg. Knüttel auf... Oh, ja! Ja, ist cool and all, aber... Reicht. Reicht. Ja, reicht. Komm, wir bezahlen. Jo. Kein Ding. Immer bezahlen, Leute. Immer bezahlen. Oh Gott. Ein Pudox. Ey, Jungs, ihr schafft das, ne? Okay. Badam, bam, 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 bum, dum, dum. Da, la, 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 la. Hilf mir mal. Pikachu, du guckst ja nur in der Gegend rum. Was? Wo gehst du hin, Pikachu? Okay. Okay. Weiter geht's. Stillklamm U2. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Aua. Was ist denn das hier? Nicht sehr höflich. So, da kriegst du zurück. Aua, es tut voll weh, ey. Püstischmann. Geh doch. So, weiter geht's. Skippen alles. U3. Ja, mach einfach kaputt.
Machen wir die Wände kaputt. So, Push. Ja, da kriegt man Push. Das hatten wir ja schon. Boom, 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 bam, bam. Oh nein, ich bin... Oh, warte, warte, was? Du kannst Pokémon Ausrüstung zum Tragen geben, die verschiedene Effekte hervorrufen. Wenn du ein solches Item findest, solltest du es auf jeden Fall ein Pokémon geben. Klar. Klar, klar, warum nicht? Klar. Kraftbandana. Erhöht ihr Angriff. Gebe ich mir mal. Und das Zueignerschal. Den Zueigner, den haben wir doch schon. Das geben wir doch mal. Beep. Beep kann das gern haben. Hey, Bro, oh oh. I need Hilfe tun, ja? Habe ich keine Sinelbeere? Doch, da unten. Ich habe doch noch eine Sinelbeere. Leute, könnt ihr bitte hierher kommen? Okay, Pikachu, danke. Danke. Hey, was soll denn das dir? Nice. Dun, 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 dun. Och nö, hau mal ab, du. Ihr macht voll viel Damage, Mann. Bam. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Zack. Yes. Oh, wie viel Damage das war, Pikachu. Das war richtig viel. Wir sollten hier nach links. Denn hier hinten ist ein Item und da würde ich gerne lang. Ja, hier beim Item ist nämlich auch das Exit. Zu dieser Ebene. Weiter geht's. Ufia. Oh, oh Leute, ein Funpi. Oh. Das kann uns beim Bosskampf helfen. Das sollten wir retten. Aber ob wir es auch behalten können? Ich denke mal nicht, aber wer weiß. Bam! Hey mit dir. Hey, was geht, Janma? Bam! Du. Noch ein Pokémon? Nee. Zack. Und dich retten wir. Hier, ich gebe den Apfel. Mampf, Mampf, Mampf. Hurra, Funpi hat sich erholt. Doch! Oh mein Gott, wir können das Funpi behalten. Ja, Mann. Funpi. Heimzahlen. Erleidet ein Teammitglied durch die Attacke eines Gegners in der Nähe Schaden sinken. Der Angriff und der Spezialangriff des Angreifers. Das ist ja richtig cool. Jo, Funpi. Bleib erstmal hier, du. Stillklamm U5. Ich brauche die Sinelbeere da. Ihr macht das schon, Jungs. Ihr macht das schon. Sag ich doch, ihr macht das schon. So, hier unten ist vielleicht die Treppe. Na. Schade. Hier hinten vielleicht. Oh oh. Nee, aber dafür ein Pudox. Boah, du kriegst jetzt mal aufs Maul, du. Bäh. Oh, okay, das war eine schlechte Attacke. Egal, immer random Attacke. Solange es nicht Rankenhieb ist. Nee. Was ist verfehlt? Na, oh, super. Oh. Komm, Magnetilo. Kämpf doch nicht alleine. Komm her. Weiter geht's. U6. Und ich hoffe, man hört meinen Strohstuhl nicht. Strohstuhl. Ja, doch. Strohstuhl. Nicht so sehr. Was? Alter, Funpi, du kannst nicht alleine kämpfen. Bist du irre? Hey, Pika. Okay, machen wir das. Danke, Mike. Ach, gerne doch, immer doch. Zack. Bam. Nice, komm. Gehen hier jetzt weiter. Nice, danke. Oh, hi.
Na, hier geht's hier so. Bam! Bam! Wer denn? Ach, Pikachu! Pikachu Level 12! Ich habe übrigens Pikachu einen Regenbogen Gummi gegeben. Ich dachte, vielleicht kriegt Pikachu auch endlich mal eine Fähigkeit, so eine Taktik, was auch immer das ist. Leider nicht. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. 7. Und Quapsel. Quapsel ist ein tolles Pokémon. Ach, die Grafik ist so nice in dem Spiel. Die ist echt richtig, richtig nice. Achso, ich... Oh, okay. Wusste jetzt gerade nicht genau, wie weit Rankenieb reicht. Oder geht, wie auch immer. Die Masse. Uff. Bam. Oh nein, da kommt noch ein Paras. Gilt es? Oh oh, nicht. Was? Oh oh. Ich würde jetzt. Okay. Bam. Das ist blöd, dass Pikachu jetzt vergiftet ist. Haben wir nicht irgendwas für Gegengift? Ah, eine Persifbeere haben wir doch. Dann ist sie mal. Gut gemacht. Okay. Hier oben. Nice. Okay. Geh wie hoch. Du, hier ist aber nichts. Nö. Oh, doch, ein Gegner. Ey, was willst du? Hä? Ein Stress? Bam! Easy, würde ich sagen. Okay. Hier ist auch nichts. Oh, hi. Pikachu, hilf mal. Zack. Nice. Oh, hier ist die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe. Nice. U8. Wir kommen unserem Ziel näher. Hä? Was? Welches Pokémon ist das? Ach, der Mirplex. Warte, was? Was war jetzt mit dem Apfel? Egal, ich habe nicht gelesen. Einen Apfel geben. Hier. Können wir nicht rekrutieren? Nein, können wir nicht. Ich habe zwar den Orb, aber lieber nicht einsetzen, oder? Fallen die AP an der Attacke eines Teammitglieds auf 0, werden diese gelegentlich wieder aufgefüllt. Ist ja mega OP. Ja, leider habe ich kein Camp dafür, ich weiß. Ja, essen wir doch ganz viele Samen, würde ich sagen. Verschwenden schön Runden. Und heilen nur so ganz, ganz wenig. Jo, super. Geil. Ja, die braucht man nicht. Niemand braucht Samen. Das essen wir einfach mal alle. Ne? Ja. Den kann man eigentlich auch wegschmeißen, ganz ehrlich. Den brauchst du nicht. Der ist aber unnötig. Einen Apfel haben wir noch. Ein letzter Apfel. Ess ihn. So, und jetzt auf in den Kampf. Oder schwebt ein B-Boar, das sollten wir lieber da lassen. Oh, hi, Pudox. Ah, oh. Komm, kill it. Bam. 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 Level 16 für mich. Ausgezeichnet, mein Level ist gestiegen. Ist das ein welches Pokémon ist das? Ah, Knackleon, so hieß das. I know. Nice, die Fähigkeit von Damirplex. Oh, schon wieder, geil. Na, noch nicht. Wir haben dann oben noch Gold. Das würde ich gerne aufnehmen. Verdammt. Egal. Killt es. Ja, killt es. Oh, nice. Verparalysiert. Oh, nice. So, weiter geht's. 9. Wir sind fast da, Leute. Oh, so ein langer Gang. Die sind cool. Oh, Paras. Paras sieht irgendwie mega seltsam aus. Das ist ein Schnurrbart und so. So Googly Eyes, ey. Bam! Ein Volltreffer. Ja, das ist ein Volltreffer. Ich habe gerade unten gelesen. Ich guck da unten rechts eigentlich fast nie hin. Ich weiß auch nicht warum. Verdammt. Hör mal auf, du! Bam! Lebt noch. Jetzt nicht mehr. Magnetilo Level 11. Beep, beep.
Bzz, bzz, beep. Ein höherer Level. Ja. Oh, nice. Und angekommen sind wir. Ich wollte eigentlich Y gedrückt halten und dann gehen, aber habe ich nicht geschafft. Oh, und. Upsi. Ups, habe ich das gemacht? Nein, das war ich nicht. Papungas Freund sollte sich hier irgendwo befinden, nicht wahr? Oh, da bist du ja. Wir haben dich gesucht. Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut, aber... Großartig, dein Freund wartet schon auf dich. Aber Tengulist ist noch nicht, noch nach hinten. Was? Tengulist? Los, lass uns nachsehen gehen. Jo. Dum, dum, Papunga folgt uns. Tengulist, alles gut? Oh nein, geht es dir gut? So, sag doch etwas. Kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von hier verschwinden? Was passiert hier? Was ist denn jetzt los? Warum ist es plötzlich so dunkel? Da ist er wieder. Weich zurück! Er wagte es, meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Und das gilt auch für euch. Zapdos! Der Engel ist verschwunden! Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengulis retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Zapdos! Das ist also dieses legendäre Monster? Dulilanden! Abgeschlossen, super! Oh, Funpi. Ja. Der soll uns joinen. Yeah. Ja. Nee, kein Spitznamen. Fällt mir gerade keiner an. Hurra, gerettet! Ich bin ja so glücklich. Aber dafür steckt Tengulist jetzt in großen Schwierigkeiten. Erzähl uns doch bitte, was sich da genau abgespielt hat. Also gut. Tengulist entfachte mit seinen Blätterfächern Wind und befreite mich so aus der Felsspalte. Doch diese Winde rissen die Gewitterwolken in zwei. Und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster. Es sagte, sein Name sei Zapdos oder so ähnlich. Sagtest du Zapdos? Simsala! Zapdos ist eines der legendären Vogel-Pokémon. Es heißt, es sei vor langer Zeit in einen tiefen Schlaf gefallen. Also hat Tengulist es aufgeweckt? Nein. Der von Tengulist entfachte Wind war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schließlich war ja bereits die dortige Windschille eine Abnormalität. Das muss von den Naturkatastrophen letzter Zeit hervorrufen. Zapdos ist erzürnt, weil er aus seinem Schlaf gerissen wurde. Wir müssen Tengulist retten. Zapdos wird nicht leicht zu besiegen sein. Seine Elektroattacken haben es in sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir möchten Tengulis ebenfalls retten. Was? Das ist viel zu gefährlich. Zapdos ist ein Legi. Es ist sehr mächtig. Ihr habt euch noch nicht mal entwickelt. Ja gut, Pikachu, du vielleicht, aber... Schwamm drüber. Gegen ihn könnt ihr nicht viel ausrichten. Also wirklich, so schwach sind wir doch gar nicht. Und Angst haben wir vor diesem Zapdos sowieso keine. Nicht wahr, Mike? Aua, mein Bauch! Oh, keine Sorge, er macht immer so ein Theater. Ich wollte das jetzt nur machen, weil das lustig ist. Er tut immer so, als hätte er schreckliche Magenschmerzen. Oh, das backfeiert aber auch richtig. Einfach ignorieren. Ihr seid ein Retterteam. Wir auch. Wir wollen Tengulist retten. Also gut. Wie ich sehe, habt ihr jede Menge Mut. Ja!
Unsere beiden Teams sollten getrennt den Nonnenberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir kampfbereit sind. Angesichts der ungemeinen Stärke unseres Gegners sollten wir Vorsicht walten lassen. Ihr solltet euch ebenfalls gründlich auf die Reise zum Donnerberg vorbereiten. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Tangles zu retten. Das werden wir. Ich kann es kaum erwarten. Mike, lass uns unser Bestes geben. Okay. Yeah. Am nächsten Morgen. Dun, 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 dun. Guten Morgen. Na, 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 na. Pika, aufwachen. Guten Morgen, Mike. Ich hoffe, du hast eine erholsame Nacht gehabt. Also gut, machen wir uns auf den Weg zum Donnerberg, um Tangulus zu retten. Aber Simsa hat uns ja geraten, uns vorher gründlich vorzubereiten. Was meinst du? Sollen wir sofort zum Donnerberg gehen oder warten wir noch? Die Entscheidung liegt bei dir. Also in jedem Fall sollten wir unser Bestes geben. Setz Reiz. Oh, Pelipa, neue Post. Klonk. Klonk, 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 klonk. Post. Ganz viel. Ich bin kein Kämpfer. Kämpfen ist nicht meine Stärke. Bitte, ich brauche Hilfe. Okay. Nummer 5. Attacken einsetzen. Drücke A, wenn du direkt vor einem Gegner stehst, um ihn mit einer Attacke anzugreifen. Alternativ kannst du auch ZL gedrückt halten und über irgendwas aus die Attacken auswählen. Aber pass auf, dass du eine Attacke nicht zu oft einsetzt. Naja. Nummer 6. Wechselwirkungen zwischen Typen. Pokémon gehören jeweils einem bestimmten Typ an, wie zum Beispiel Feuer oder Wasser. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Typen beeinflussen den Schaden, den man verursacht oder leidet. Du kannst die Effektivität einer Attacke überprüfen, indem du dich dem Gegner zuwendest und ZL drückst. Das, Zielscheibe bedeutet sehr effektiv. Oranger Kreis ist normal. Der Pfeil nach unten nicht effektiv. Und X sollte man nicht machen. Hat nämlich keinen Effekt. Mach dir diese Angaben im Kampf zunutze. Okay, okay. So, was machen wir noch heute? Da habe ich Bock zu. In dieser Folge meine ich damit. Abholen! das ist cool. Was nehmen wir denn mal? Wir haben halt nichts. Oh, die Mini-Belebersamen, die nehmen wir mal alle mit. Die können sehr nützlich sein. Ja, mehr nicht. Brauchen wir nicht. Das reicht. Komm. Einfach rauf da! Halt. Erstmal unser Geld ausgeben. Willkommen. Was möchte ich kaufen? Ah, aber die Pokémon also, okay. Naja. Wir haben jetzt neue Pokémon gefunden, gesehen. Und wir würden die gerne rekrutieren können am Ende. Wo sind denn die? Wut. Das sind jetzt Elektro-Pokémon im größten Teil. Aber ich glaube, die können wir eigentlich dann alle rekrutieren, ne? Und das Bild von Over ist cool. Das ist einfach dieses Sprite. Dieses Artwork meine ich. Gehen wir einfach mal zur Camp-Liste. Vielleicht können wir random Sachen kaufen. Ich weiß es nicht. Oh, die kosten viel zu viel hier. Oh Gott. Was? Hä? Aha. Ich glaube, wir haben sogar schon alle Camps hier in der Liste, oder? Kann das sein? Ha. Kaulquappenteich. Den können wir uns doch gönnen. Den gönnen wir uns, würde ich sagen. Na, pass mal auf. Tralala. Camp Sura. Wir haben was für alle da. Tada. Okay, ja, warum nicht? So. Uns? Ich bin froh, dass du wieder in Sicherheit bist. Danke, aber dafür steckt Tangles jetzt in Schwierigkeiten. Und das nur, weil er mich retten wollte. Aber mir geht es ihm gut. Ja, wir retten ihn. Let's go, Leute. Let's go. Ja, genau. Hey. Was macht ihr denn da? Sieh nur, mein Sohn, ist das Meer nicht riesig? Ja, Papa. Du, Papa, bist du schon mal auf dem Meer gewesen? Natürlich. Wofür hältst du mich? Ich wusste es. Papa, du bist einfach der Größte. Lol. Okay. Auf zum Donnerberg.
machen heute... Oh, wollen wir eine extra Folge, lange Folge machen oder wollen wir die Folge beenden? Ich würde sagen, wir beenden hier, glaube ich, die Folge und machen dafür die Aufgabe hier. Einen Moment. Aufträge. U7. Nee, oder? Lieber nicht. Uff. Aber ich würde mir den Donnerback für nächste Folge auch sparen. Ich glaube, dafür machen wir noch mal ein paar Intensivtrainings. Dann machen wir das auch lieber in der nächsten Folge, weil ich sehe gerade, dass es etwas knapp wird. Nein, wir wollen nichts lagern. Wir wollen unsere Tickets abholen. Wir wollen wenig üben, weil warum nicht? So, und das Intensivticket S auch nochmal. Dankeschön. Reicht. Du. Jetzt ist mein Inventar wieder voll, aber die gehen wir jetzt wieder ab. Dann wir üben. Du. Intensivtraining. Normales für Beep. Ist ja jetzt ein normales Teammitglied bei uns. Zwei Arten von Training. Elektro und Stahl. Nehmen wir mal Elektro. Jo, warum nicht? Bitte. Auch wenn Stahl interessanter wäre. Ist mir jetzt egal, Leute. Was verfehlt? Was zum Teufel passiert hier? Wow. Lächerlich. Ich lebe wieder. Okay. Trotzdem lächerlich, finde ich. Komm, Spur vor. Kill it. Nächster Gegner. Da. Lass mich in Ruhe. Killen. Oh, hier. Krebotag muss sterben. Noch einer. Noch ein Krebotag. Komm schon. Das kriegen wir hin. Ja, ich werde ja eh wieder belebt anscheinend. Ja. Komm schon. Bitte. Komm schon. Yes. Das zählte noch. Und wie viel Level kriege ich? Was? Ich habe keine Level-Ups bekommen? Okay. Extrem viele EP. Das machen wir dann das nächste Mal. Oder nicht nächstes Mal, aber irgendwann anders. Das möchte ich jetzt nicht mal mit den extrem vielen EPs. Ob wir noch ein Intensivticket benutzen? Ich weiß es nicht. Für Pikachu wäre das doch sinnvoll, oder? Ah, ich lasse es lieber. Wenn wir es wirklich brauchen. Wir wollen es ja nicht zu einfach haben, deshalb. Ah. Lagern wir die jetzt wieder. Ja, wie gesagt, ich will es halt nicht zu einfach haben. Das wäre lächerlich. So. Okay, reicht. Dankeschön. So, gibt es noch irgendwelche neuen Texte, bevor ich die Folge beende? Oh je, Tengulus wurde also auf dem Donnerberg verbracht. Wie es dort wohl sein mag. Es hört sich jedenfalls furchteinflößend an. Wie? Ich? Ich kann ihn mit Sicherheit nicht retten. Das ist vielleicht ein Schock. Tangulus wurde entführt. Ja, das ist nicht so geil. Wir kommen jetzt eine Billigkartbank. Wie kann ich dir helfen? Ja, wir zahlen mal ein wenig ein. So einen Cent kriegst du. Ach so. Oh. Andersrum. Oh, warte, ich habe einen Apfel bekommen? Ja, komm, heben wir mal wieder alles ab. Ich habe einfach so einen Apfel bekommen. Geil. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden die Folge etwas früher und dann wird es in der nächsten Folge etwas länger. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut das nächste Mal wieder vorbei, wenn es heißt Pokémon Mystery Dungeon.